Mir blieb nichts anderes übrig. Sie haben mein Baby in diesem Haus gefangen gehalten. Ich musste es da rausholen. Und jetzt geht es wieder los. Sie versuchen, sie mir zu entziehen. Alles okay? Oh, ich habe mich nur geschnitten. Schlimm? Nein, nein, es ist nichts. Es ist nicht schlimm. Du siehst wirklich wunderschön aus. Oh, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich gestern so wütend geworden bin. Ich weiß schon, ich hätte die Stadt nicht verlassen sollen, ohne es dir zu sagen. Du hast bestimmt Riesenangst gehabt. Oh ja, mein Schatz. Tja, jetzt kannst du es ja selbst sehen. Mir geht's großartig. Du glaubst doch nicht, dass ich dich diesen verrückten Plan durchziehen lasse, Mom, oder? Er ist nicht verrückt, okay? Ich mag dieses Wort genauso wenig wie du. Schon okay, Mom. Wer ist da? Siggi! Das ist nur mein Vermieter. Der Typ, dem du gestern Abend eine verpasst hast. Ich bin nicht da. Gut. Hi, Siggi. Ich muss gleich los. Heute ist mein erster Arbeitstag. Schenken Sie uns eine Minute. Wer sind Sie? Los Angeles Police Department. Davon nimmst du im Augenblick? Ich habe sie abgesetzt. Gut, vielleicht sind die ja der Grund für deine ständigen Stimmungsschwankungen. Ja, vermutlich. Die Hormonschwankungen nach der Geburt spielen bestimmt auch eine Rolle. Aber heute fühle ich mich schon viel besser. Unser Gespräch letzte Nacht hat mir gut getan. Sehr schön, das freut mich. Du hast viel Geduld mit mir gehabt. Oh Mann, es war echt schwachsinnig, mich wegen Erika so aufzuregen. Sie scheint wirklich sehr nett zu sein. Immerhin ist sie in Senders Schule eingestellt worden. Und sowas machen die nur nach Überprüfung der Fingerabdrücke. Keine Angst. Ja. Ja, du hast recht. Ich muss jetzt langsam los. Aber vorher möchte ich Eric noch auf Wiedersehen sagen. Es fällt mir so schwer, ihn hier zurückzulassen. Komm her, Schatz. Störe ich? Kommt drauf an, wenn es gute Neuigkeiten sind. Oh. Oh nein, Fehlanzeige. Ich wusste nicht, dass du nur gute Neuigkeiten entgegennimmst. Ich dachte, ich komme rein und unterhalte mich mit dir über die Diskussion, die ich gestern mit Eric hatte. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Du trägst immer noch seinen Ring, Stephanie. Sie haben die Polizei gerufen? Nein. Eine Nachbarin hat sich Sorgen gemacht. Hat es ihr Ärger gegeben? Ich weiß wirklich nicht, weshalb sie gerufen hat. Mir geht es gut. Könnten wir eine Minute reinkommen? Ich bin wirklich wahnsinnig in Eile, Officer. Wir möchten nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Gibt es einen Grund, weshalb Sie das nicht möchten? Nein. Bitte sehen Sie selbst nach. Keine Leichen, keine gestohlenen Gegenstände. Wer hat gestern die Ruhestörung verursacht? Das war meine Mutter. Es war also Ihre Mutter, die die Bude hier zerlegt hat? Sie hat sie nicht zerlegt, Siggi. Sie hat nur etwas Chaos verbreitet, aber das war... Wohnt sie denn bei Ihnen? Nein, sie hat mich nur besucht. Sie besucht Sie und stellt Ihre Wohnung auf den Kopf? Okay. Sie hat mich nicht nur besucht. Ich verrat's Ihnen. Ich habe mir Schmuck von ihr geliehen, ohne sie zu fragen, und sie kam hierher und hat ihn gesucht. Sie hat ihn gefunden, alles okay. Könnten wir die Angelegenheit jetzt vielleicht auf sich beruhen lassen? Wo ist Ihre Mutter jetzt? Ich habe keine Ahnung.
Okay, die Lady hat ihre Fragen beantwortet. Offensichtlich geht's ihr gut, also war's das, richtig? Danke für Ihre Geduld. Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Das tut mir wirklich leid. War ja nicht Ihre Schuld. Sie scheinen sich in der Nähe von Bullen nicht gerade extrem wohl zu fühlen. Ja, ich schätze, da haben wir wohl was gemeinsam. Ja, sieht ganz so aus. Sie müssen los? Ja, ich muss los. Okay. Dann bis dann. Okay. Wiedersehen. Das war's. Wir werden L.A. auf der Stelle verlassen, Erica. Ich werde dich so vermissen, das weißt du doch, oder? Aber du wirst viel Spaß mit Erica haben, okay, Große? Ja, erinnerst du dich an Erica? Deine neue Freundin. Sie kommt heute her und spielt mit dir. Magst du das? Ja? Und du bist ganz brav, okay? Okay. Gut. Und ich komme bald wieder zurück, okay? Ist gut. Ich hab dich lieb. Gib mir einen Kuss. So, komm her, Großer. Ich werde losfahren, sobald Erica da ist. Alles klar? Ist gut. Gut. Bis nachher, Schatz. Bye. Dann mal los. Jetzt machen wir dich fertig für den Pool. Wir ziehen dir die Schwimmflügel an. Augenblick noch. Die stellen wir dahin, wo du nicht rankommst. Mom, hör mal, nur weil du ein Problem mit Bullen hast, werde ich... Dann habe ich deine freche Klappe satt. Ich weiß, was das Beste für dich ist, glaub mir. Wenn du das so genau wüsstest, hätten wir L.A. nie verlassen. Oh, wie kannst du nur so etwas sagen? Nach allem, was ich für dich geopfert habe. Ach, wer hat dich denn darum gebeten? Wer hat dich gebeten, mich von L.A. wegzubringen und mich mitten in die Pampa zu verfrachten? Ich finde es hier spitze, ja, und die Menschen sind freundlich. Das Leben macht Spaß. Spaß? Spaß? Ist das alles, was dir noch wichtig ist? Was ist mit der Schule? Du bist mitten im Semester verschwunden. Wie willst du denn so aufs College kommen? Amber war auch nie da. Amber war einfach zu dumm und ignorant. Hör auf, sie ist meine Freundin. Nein, sie ist nicht deine Freundin, Erica. Du lässt dich täuschen. Die Forrest, das sind nicht so wie normale Menschen. Sie interessieren sich für niemanden, außer für sich selbst. Du weißt gar nicht, wovon du redest, Mom. Du hast nie ihre Bekanntschaft gemacht. Du willst nicht, dass ich Freunde habe, weil du nämlich keine hast. Weißt du, ich bin nicht so wie du und ich habe nicht vor, nach Hause zu fahren. Weder jetzt, Mom, noch sonst irgendwann. Spricht man so mit seiner Mutter? Tut mir leid, okay? Wieso sagst du ständig so viele gemeine Sachen über Amber? Diese Freundschaft ist mir wichtig. Wenn du sie so toll findest, dann geh jetzt und arbeite für sie. Im Ernst? Ich gebe dir eine Woche, einen Tag mit Amber und du wirst mich anbetteln, dich mit nach Hause zu nehmen. Vermutlich ist das der einzige Weg, damit du diesen Blödsinn ein für alle Mal vergisst. Und was machst du in der Zeit? Ich warte auf dich. Hier? Ja, hier. Okay. Gut, und falls es... Willst du diesen Job oder nicht? Amber wird dich sofort feuern, wenn du zu spät kommst. Danke, Mom. Ich wünschte, du könntest verstehen, was für eine schwierige und verwirrende Zeit das für mich ist. Vergib mir, falls ich ungeduldig wirke, aber so bin ich nun mal. Für mich ist alles schwarz oder weiß. Ich weiß. Eric hat dir nie Respekt erwiesen. Seinetwegen habt ihr eure Firma verloren. Und dann hat er noch dein Leben in Gefahr gebracht durch diese wahnsinnige Sheila. Ich denke nicht, dass wir ihn für Sheila verantwortlich machen können und ihre Taten. Ah. Wer hat sie denn in deine Nähe gebracht? Ein Mann, der so etwas tut, Stephanie, verdient deine Abscheu und kein Mitleid. Indiskutabel, dass du ihm deine Liebe schenken konntest.
schau mal, das ist Erika. Ist das nicht cool? Oh, du siehst aber süß aus. Oh, vielen Dank. Oh, Sie haben ihn gemeint. Haben Sie meine Nachricht bekommen? Ja. Dann können Sie also schwimmen? Ja, ich war in der Schulmannschaft. Ich habe sogar den Rettungsschwimmer. Ausgezeichnet. Tja, mein Großer, du bist in den allerbesten Händen. Ich muss mich noch umziehen. Okay, das Bad ist gleich da hinten. Ich werde ihm schon mal Frühstück machen. Okay, bin gleich wieder da. Ich habe dir eine ganz schön coole Babysitterin besorgt. Oder? Komm, schlag ein. Gut gemacht. Ich habe hier ein paar Nummern notiert. Okay. Das ist unsere Büronummer. Handy, Pager, das ist Erics Arzt. Das ist die Nummer der Polizei. Feuerwehr, das nächste Krankenhaus, das zweitnächste auch noch. Sie müssen uns für total paranoid halten. Nein, ich weiß genau, wer paranoid ist. Meine Mutter. Oh ja? Sie ist ständig davon überzeugt, dass mir etwas Furchtbares passieren wird. Sie muss sie sehr lieben. Ich weiß nicht so recht. Ich schon. Man sieht es, wenn jemand diese Grundlage hat, dieses Urvertrauen von innen ausstrahlt. Sie haben es. Ach, wirklich? Ja, voll und ganz. Also, ich mach mich auf den Weg. Bis später, viel Spaß. Okay, mach's gut. Komm, Erika, wir gehen schwimmen. Okay, immer mit der Ruhe. Oh. Na los, der Pool wartet. Also, wir sehen uns später. Komm her, klein Eric. Wir müssen die Schwimmflügel anziehen. Komm her. Das haben wir gleich. Erika hält mich für paranoid. Für verschlossen. Sie versteht es einfach nicht. Wenn nur ein einziger Mensch mich wiedererkennt, könnte ich hinter Gittern schmoren. Und das für den ganzen Rest meines Lebens. Dann schicken Sie sich zu Ihrem Vater, diesem Mistkerl. Wie konnte ich nur so verdammt dämlich sein und ihm vertrauen? James. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben. Ihm war das egal. Bitte sag so etwas nicht. Dein Leben ist nicht vorbei. Nein, dein Leben fängt gerade an. Mary braucht dich. Ja, Mary braucht uns beide. Das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, dass sie uns haben würde. Ich dachte, dass sie dich und mich haben würde. Dass wir mit ihr zusammenleben würden und dass wir ihr die Liebe geben würden, die wir nie erfahren haben. Das hätten wir tun können. Wir waren so nah dran. Aber du wolltest es nicht. Sheila, bitte komm zu mir. Nein. Ich werde dir helfen. Ich gebe dir alles, was du willst. Was du noch für mich tun könntest. Du kannst mir nicht helfen. Nein, James, nein. Du wolltest mich nicht. Du wolltest nur Mary. Du hast keine von uns beiden verdient. Ich frage mich, wie du dich fühlen würdest, Dr. Warwick. Wenn du wüsstest, dass ich deine kostbare Mary umbenannt habe nach dem einzigen Mann, der mich je geliebt hat. Eric Forrester. Er war so lieb zu mir. Als er mich kennenlernte, war ich ein Niemand. Ich war nur eine Krankenschwester. Aber er hat mich wie eine Königin behandelt. Dann waren wir verheiratet. Nur ein paar kostbare Monate, aber von diesen Erinnerungen werde ich ein Leben lang zehren. Weil es die einzige Freude, die einzige Liebe war, die ich je erfahren habe. Und deshalb heißt sie jetzt so Eric. Erica Lovejoy. Für mich ist sie einfach unsere Tochter. Thank you.
Hi, Mom. Was ist denn? Nichts, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Mir geht's gut, ich wünschte mir nur, du könntest diese Phase, die du durchmachst, schnell hinter dich bringen. Tja, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für dich, denn ich liebe meinen Job. Klein Eric ist so süß, Mom, ich bin ganz verrückt nach ihm. Schön, und dein Idol? Wenn du Amber meinst, die war nicht zu Hause. Sie ist in der Firma. Aber Rick hat mich reingelassen und er war so süß, Mom. Allein schon die Art, wie er mich ansieht. Verstehst du? Als würde er mir wirklich zuhören. Und wer bin ich schon? Der Babysitter. Aber wenn er mit mir spricht, dann gibt er mir das Gefühl... Ich weiß auch nicht so genau. Als wäre ich eine Prinzessin. Was hast du gesagt? Er gibt mir das Gefühl, eine Prinzessin zu sein. Mom, ich muss jetzt aufhören. Klein Eric möchte in den Pool. Ich rufe dich später nochmal an, okay? Nein, nein, Erika, warte, bitte, warte. Mrs. Lovejoy. Kommen Sie, wo immer Sie auch stecken. Nein? Okay, dann komme ich eben rein. Mit meinem neuen Schlüssel, weil mein alter gestern Abend verschwunden ist. Tja, sehen Sie, das haben Sie das letzte Mal auch gemacht. Sie tun so, als wären Sie nicht da, um mich überrumpeln zu können. Aber ich weiß, dass Sie hier sind. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Wenn Sie nicht rauskommen und mitspielen, werde ich die Polizei anrufen müssen. Und Ihnen erzählen, was ich weiß. Entscheidung schwerfällt, dann nehme ich sie Ihnen ab.